Ja, herzlich willkommen bei dem einzigen Ort, den es auf der Welt gibt, mit wenigstens 99,9%iger Wahrheit sozusagen. nextscientistsforfuture.de vom Weltrat. Ja, und zwar Wahrheit finden Sie nur dort, wo ein starkes naturwissenschaftliches Fundament ist. Physik, Chemie, Biologie. Alles andere verliert die Orientierung und verliert sich in Viertelswahrheiten und Halbwahrheiten, sozusagen. Warum aber zum Beispiel? Nehmen wir durchaus bei den Next Scientists for Future auch gerne Leute auf, die zum Beispiel, ja, ich sag mal, wir würden ja auch jemanden aufnehmen, der Esoteriker wäre. Ja, warum? Warum würden wir den aufnehmen? Auch eventuell. Weil eben nicht der einzelne Wissenschaftler von den 20 Professorinnen, Doktoren und so weiter ausschlaggebend ist, sondern das Ganze ist immer mehr als die Summe der Einzelteile. Das heißt, diese einzelnen Professoren, jeder für sich genommen, sind vielleicht irrelevant. Aber die Summe, die Mannschaft, das Zusammengetragene aus diesen 20 Professorinnen, Doktoren und so weiter, das gibt diese 99,9%ige Wahrheit über die Welt sozusagen, ja? Und ein Esoteriker, nehmen wir als Beispiel Reiki, ja, also jemand würde Reiki machen, das ist so Handauflegen in moderner Form, ja, dann würde der Naturwissenschaftler ganz knallhart sagen, ja, hoppla, das kann durchaus gute positive Effekte auf Menschen haben. Jetzt stelle ich als Naturwissenschaftler, weiß man doch, dass zum Beispiel die Interaktion zwischen einem Chemotherapeutikum und einem Stoffwechsel doch nicht das Einzige ist, was es in einem Menschen und an einem Menschen gibt oder an einem Lebewesen gibt, ja? Als Naturwissenschaftler weiß man doch, dass diese Beschränkung der Medizin auf das pharmazeutisch Verkaufbare daher kommt, dass eben sozusagen unser jetziges Belohnungssystem den Arzt niemals belohnt für Gesundheitsförderung, sondern für den Verkauf von Chemotherapeutika, von anderen Dingen. Das zeige ich jetzt mal kurz. Also hier, World Council of Wise People, Weltrat, Arbeitskreis Next Scientists for Future. Da sind Sie ja gerade. Und wir haben ja heute das große Tagesthema. Ach so, ich gehe noch mal kurz zurück. Ja, das große Tagesthemen ist ja natürlich heute dann auch ganz besonders das große Duell. Sarah Wagenknecht gegen Markus Krall und seine bürgerliche Revolution gegen die Next Scientists for Future. Ja, das ist das große Duell, aber natürlich machen wir wie immer auch erst die Kurznachrichten und die anderen Bereiche. Ja, dann schauen wir mal hier. Ach so, wir müssen aber erst noch mal unser Tagesbild richten für die heutige Sendung. So, Moment. Ja, besser so. So, jetzt haben wir das Tagesbild, glaube ich, haben Sie gut im Bilde. Ja, das heißt, warum ist die Medizin so rein fixiert warum glaubt die Medizin, dass also sozusagen der Mensch nur aus der chemischen Interaktion zwischen einem Chemotherapeutikum und dem körperlichen Stoffwechsel besteht und aus sonst nichts sozusagen? Schluck Wasser. Weil Markt- und Arbeitsteilung lebensgefährliche Killer sind. Wir haben also es nicht mit einem Killer-Virus zu tun, sondern der Killer, der eigentlich der geheime Killer, sind Markt- und Arbeitsteilung. Ja, ungelenkter Markt und ungelenkte Arbeitsteilung. Was hat der für mörderische Folgen für uns Menschen? Ja,
Nämlich das hier, der erste Früharzt der Evolution, ja, zum Beispiel, der sagt, ja, nein, also Körper der lebt noch in der Wahrheit. Menschen sind viel mehr als nur chemische Interaktionen in den Zellen oder irgendetwas, ja, mit Chemotherapeutika, sondern Leute, ihr habt ein starkes Immunsystem, ja, wir haben die Evolution ohne Impfstoffe und ohne Tests problemlos überlebt. Und zwar immer, dass die Masse der Menschen doch ziemlich und sehr gesund war. Weil wir eben starke Immunsysteme haben. Und solange ihr euch naturbelassen ernährt mit allem, was natürlich ist, herrliche reife Früchte, Gemüse und Wildkräuter und Nüsse und so weiter, dann gebt ihr eurem Körper die Nahrung, die er braucht, um daraus ein starkes, mächtiges Immunsystem zu bauen, sozusagen, und es zu betreiben. Ja, der wird aber unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung nicht viel verdienen, weil und dann irgendwann pleite gehen, sein Urenkel, ja. Warum? Weil es dann unter Markt- und Arbeitsteilung kommt es automatisch zu dem unmittelbaren Konkurrenten. Ich habe da schon vor vielen Jahren Texte über die unmittelbaren Konkurrenten in der Evolution geschrieben, fällt mir gerade so dabei ein. Ja, und dieser nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, dem wichtigsten Naturgesetz dieses Universums sozusagen, kommt es automatisch dazu, dass irgendein Früharzt sich irrt. Und der glaubt jetzt nun und sagt, ja, liebe Leute, nein, euer Immunsystem ist nicht so wichtig. Außerdem könnt ihr ruhig auch denaturierte Nahrung essen, die ist genauso gesund und so weiter. Nein, ihr müsst nur einfach meine Heilkonzepte kaufen, meine Heiltränke, meine Beschwörungsmythen, meine Rituale und meine Produkte sozusagen, ja, meine später Tabletten und was auch immer, ja. Und die Leute folgen ihm, ernähren sich falsch, werden massenhaft krank und er kann ihnen ganz viel verkaufen. Er gewinnt also im Bereich des ungelenkten Marktes und der Arbeitsteilung, gewinnt der sich irrende Arzt. Seine Irrtümer erweisen sich als gewinnbringende, karrierefördernde und vorteilbringende Irrtümer. Er kann zwei Kinder ernähren, hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und wird der Vorfahre von Professor Drosten, Lauterbach und Wieler, ja? Und diesen Mainstream der Ärzte, von denen Bodo Schiffmann sagt, dass sie eigentlich auch so wie er früher einfach nur Tagesschau und heute glauben, sozusagen, und ansonsten gar nicht weiter denken, sondern einfach ihr Geschäft machen und ihre Produkte verkaufen, ihre Dienstleistungen und Produkte verkaufen und mehr nicht denken. Aber da sie auch keine, wie Bodo Schiffmann richtig sagt, keine Wissenschaftler sind, sozusagen, fällt es ihnen auch schwer, mit den Grundrechenarten mal durchzurechnen, wie die realen Zahlenverhältnisse bei Corona sind, ne? Und deswegen läuft der Mainstream ganz streng in die Richtung weiter, die einzige Richtung, die im Markt- und Arbeitsteilung in ungelenkter Form als Gewinn ermöglichen, nämlich nicht die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern, sondern quasi indirekt die Menschen sogar hineinzuleiten in die Krankheit und dann den Kranken möglichst viele Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Ja? Und das ist unser Gesundheitswesen bisher, vor den Reformen der Next Scientists for Future. Und das eben führt dazu, dass automatisch sozusagen, ja, letztendlich, ich sag mal kurz die Lösung, also die Next Scientists for Future sagen, wir müssen Arbeitsteilung und Markt und endlich unter Kontrolle bringen. Nach 400.000 Jahren unkontrolliertem Zustand müssen jeder Bürger muss eine basisdemokratische Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme bekommen. Und seine Wohlfühlstimme, also meine Wohlfühlstimme, meine Gesundheitsdaten, meine Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten und noch viele andere kleinere Steuerelemente sorgen dafür, dass alle nur noch Verdienstzuschläge bekommen, wenn ich gesünder, glücklicher, länger lebe, zufriedener und so weiter.
dann gibt es nur noch Verdienstzuschläge und alle anderen kriegen keine Verdienstzuschläge mehr. Also das heißt, in dem Moment würde die ganze Medizin sich auf den Kopf stellen und würde sagen, bitte, Next Scientist for Future, lehrt uns kostenlos, wie man richtig Gesundheitsförderung macht und dann bringen wir das denen ruckzuck bei, kostenlos, ne? Und dann ist die Welt in Ordnung, weil dann plötzlich alle Mediziner in Deutschland darüber nachdenken werden, wie ich denn Krankheit verhindern kann, anstatt nur wie ein Krämer Produkte, pharmazeutische Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, Operationen und ähnliche Dinge, ja? Ja, und dann hätten wir das Problem grundsätzlich gelöst. So, und jetzt gucken wir uns an und nähern wir uns dann unserem großen Tagesduell, ja? Also, warum glauben denn alle so, auch Bodo Schiffmann so früher so, an ZDF und Tagesschau? Weil sie eins, weil sie eben wieder Biologie nicht sehen, ja? Also, ich mache aber gerade mal fertig das mit dem Reiki, mit der Esoterik, ja? Ja, denn jetzt sieht natürlich der Naturwissenschaftler, also wir müssen doch eigentlich bei allen Maßnahmen und Behandlungen nur gucken, ob es den Menschen danach besser geht, ob die Wohlfühlstimmen sich positiv entwickeln, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und alles andere ist doch irrelevant, ja? Es geht ihnen doch als Mensch nur darum, ob sie glücklich und gesund sind und lange leben. Und alles andere ist ihnen doch egal. Ja? Und genauso muss auch die Messung, die naturwissenschaftliche Messung sein. Ja? Und bei Reiki, wenn ich jetzt also Reiki mir anschaue, wo also quasi letztendlich ein Mensch einem anderen die Hände auflegt, ja? Und stellen wir uns vor, der Patient ist selbst Esoteriker, glaubt an die Esoterik. Was hat das für ihn für eine tiefenentspannende Wirkung, wenn er von einem Esoteriker behandelt wird, der an das Gleiche glaubt wie er selber? Allein das führt zu einer Tiefenentspannung und diese Tiefenentspannung begünstigt die Arbeit des Immunsystems. Also der Mensch ist doch viel mehr als die Chemie, die Interaktion zwischen einem Chemotherapeutikum und dem Stoffwechsel einer Zelle oder so etwas, ja? Sondern da ist doch der Mensch tiefenentspannt sich und dann kriegt er auch noch Wärme. Punkte, die also und Fastberührung und das ist Reiki ist schon fast eine zärtliche Berührung, eine menschliche Wärme, eine fast schon Zärtlichkeit, die ganz tief den Menschen entspannen lässt und sein Immunsystem zu Höchstleistungen veranlasst. Da ist es für uns Naturwissenschaftler doch völlig irrelevant, dass die Reiki-Erklärung oder Theorie selbstverständlich absolute Pseudowissenschaft und Hokus Pokus ist. Das ist doch uninteressant. Wir als Naturwissenschaftler müssen doch anerkennen, welche menschlichen Heilungsfaktoren und immunsystemstärkenden Faktoren in der Reiki-Behandlung drinstecken oder auch in der Homöopathie oder in anderen Verfahren drinstecken. Und deswegen ist es doch selbstverständlich, dass gerade auch oft Reiki-Behandler oder Homöopathie-Behandler können uns von doch diesen menschlichen Wirkungsfaktoren und Interaktionsfaktoren auf das Immunsystem viel besser Bericht erstatten als nur reine Schulmediziner. Und deswegen müssen wir solche Leute auch bei den Next Scientists for Future ins Team aufnehmen und beim Weltrat auch, weil eben sozusagen die Naturwissenschaft, echte Naturwissenschaft, hat die totale Offenheit für alles, was uns Menschen gut tut, unser Wohlfühlen verbessert, unsere Gesundheit verbessert und unsere Langlebigkeit. Denn das ist doch das Einzige, was zählt. Alles andere, irgendwelche Vorkalkulationen davon, dass ein bestimmter Stoff angeblich in den Zellen irgendwie dies und das bewirke, ist mir doch völlig egal, wenn das Ganze mich nicht wirklich glücklicher, gesünder und länger leben lässt. Ja? Also von daher, so. Das war das Thema Esoterik, ja, und Schluckwasser.
Dann. Ja, warum hat Bodo Schiffmann früher auch geglaubt? Und warum glaubt die Masse der Mainstream-Mediziner? Warum machen die sich lächerlich über all die Corona-nachdenklichen Menschen und all diese Wissenschaftler? Ja, also erstmal muss man ganz klar sagen, wir entscheiden ja ganz bewusst als Naturwissenschaftler zwischen den Ausnahmeärzten, wie sie auch bei Next Scientists for Future Mitglied sind und sein können, und den Mainstream-Medizinern. Die Mainstream-Mediziner, wie gesagt, folgen nur dem Ruf des Geldes, dem Lockruf des Goldes, ja. Und die anderen sagen, nee, für mich zählt nicht nur Geld machen. Für mich zählt irgendwo auch Wahrheit, hippokratischer Eid. Irgendwie möchte ich auch meinen Patienten wirklich helfen und nicht nur so tun, als ob ich ihnen Hilfe und in Wahrheit einfach nur Geld verdienen, Geld maximiere sozusagen. Ne? Das sind aber Ausnahmeärzte, die immer unter einem starken Selektionsdruck sterben, der stehen zu jeder Zeit, denn sie machen viel weniger Profit als diese Ärzte, also die sich irrenden Ärzte, denen alles egal ist, außer Umsatz und Geld. Ja, und diese Ausnahmeärzte, ja, die sind eben das Entscheidende. Ja, aber warum ist die Masse der Ärzte kein Ausnahmearzt, sondern ein Mainstream-Arzt wie Drosten, Lauterbach und Wieler? Ja, weil sie alle vergessen, dass das Naturgesetz von Mutation und Selektion selbstverständlich auch mit einschließt, solche Volksweisheiten, die eigentlich Naturgesetze sind, wie wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Ja, wenn gucken Sie doch mal an, wie viel Prozent der Werbespots bei ZDF und ARD aus der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie sind. Und wenn Sie sich dann klar machen, dass es sich da um Milliardenbeträge handelt, mit denen quasi die Fernsehsender, die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender gekauft und bezahlt werden, dann ist doch selbstverständlich für jeden linken SPDler wie Dr. Wolfgang Wodak, ja, der ja als erster vor dem Corona-Ausschuss war jetzt, dann ist doch selbstverständlich für jeden linken SPDler, dass man doch versteht und genauso auch die Next Scientists for Future, dass doch selbstverständlich ist, dass Menschen, wenn sie irgendwo ahnen, dass sie doch auch ihr Geld von der Pharmaindustrie beziehen, dass in dem Moment jeder Journalist sofort, der vielleicht vorher, bevor er zum ZDF und zur ARD kam, ein großer Kritiker war, dass der sofort viel leiser ist, dass der viel behutsamer ist und sagt, naja, das sind doch meine Freunde, die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie und so weiter. Und schon wird er viel sanfter, viel freundlicher, viel zurückhaltender mit Kritik. Und irgendwann vielleicht denkt da auch, ja, was ist, wenn ich unsere Werbekunden zum Abspringen bringe, ist dann mein Job in Gefahr, weil dann vielleicht eingespart werden muss im ZDF und in der ARD. Und ja, sozusagen, und wenn man dann noch die Evolution des Journalismus über Jahrhunderte und Jahrtausende verfolgt, ja, und sich dann klar macht, dass wir hier den wahrheitsorientierten Journalisten haben, der also alles kritisiert und damit auch immer seine Werbekunden kritisiert, dem springen die Werbekunden ab und sein Medium geht pleite sozusagen. Und dann haben wir hier den Journalisten, der sagt, ja, okay, liebe Werbekunden, ihr bezahlt ja meine Zeitung, ihr bezahlt mein Gehalt und meinen Lohn, ja. Also darf ich euch nicht mehr kritisieren, ich kann alles andere kritisieren, aber bitte nicht meine Werbekunden. Und jetzt ist es so, das ist anfällig, weil der könnte ja dann einen Gewissensschub bekommen und sagen, nee, jetzt kritisiere ich doch wieder meine Werbekunden. Ja, viel einfacher ist es in der Evolution. Hier haben wir den, der einfach kritisch über Werbekunden denkt. Und der ist hier einfach so, der irrt sich einfach. Der findet das, zufällig findet er das, was die Werbekunden denken, für Wahrheit. Und weil er es für Wahrheit findet, kommt er auch gar nicht erst in einen Gewissenskonflikt,
und ist also stabiler, weil er einfach sozusagen in seinen Artikeln das bestätigt, was die Werbekunden gerne hören möchten, weil er es selber auch glaubt, weil er in diesem gewinnbringenden, karrierefördernden Irrtum und vorteilbringenden Irrtum ist, nämlich, dass er zufällig das Gleiche denkt wie seine Werbekunden. Und das ist stabil in der Evolution. Das ist sozusagen, man könnte sagen, scherzhaft eine evolutionär stabile Strategie. Ja, dass also er wird also einfach da immer gut verdienen, weil die Werbekunden sehr zufrieden mit seinem Medium sind, auch mit der Werbewirkung. Denn da seine Artikel ja quasi die Werbung der Werbekunden verstärken, kann er ganz viel verdienen, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel begründen und wird dann eben der Vorfahre aller Journalisten und Journalistenschulen, aller Journalistikprofessoren und so weiter. Und damit sozusagen sind Journalisten schon von der Ausbildung schon so, dass sie schon die meisten der Irrtümer ihrer zukünftigen Werbekunden schon in sich tragen und schon damit geimpft sind und das wirklich glauben. Und damit kommt, ist, wenn jemand neu ins ZDF kommt und in die ARD kommt, dann ist er von vornherein schon quasi mit den Irrtümern der zukünftigen Werbekunden, die dort auf ihn warten als Partner des ganzen Geschehens, schon geeicht. Also die Formel ist natürlich ganz klar. Was man sofort machen müsste, ist, dass es bei Todesstrafe, also bei lebenslänglich Gefängnisstrafe verboten sein muss, dass irgendwie irgendein öffentlich-rechtliches Fernsehen auch nur einen Kontakt mit irgendwelchen Werbekunden haben darf. Also null Werbung, null Kontakte zu potenziellen Werbekunden. Kommerzielle Firmen sind keine Gesprächspartner, sondern nur völlig finanzinteressenlose, unabhängige Experten dürfen als Experten betrachtet werden. Niemals der an irgendeinem, jemand, der an einem Geschäft Gewinn beteiligt ist. Und plötzlich wären wären sozusagen Drosten, Wieler und Lauterbach sofort völlig uninteressant, weil die ja alle von einer kommerziellen Industrie ausgebildet sind und damit gar keine Experten sein können, sondern wir würden uns Biologen, biologischen Virologen zuwenden, Biologen, die sich mit Viren und Bakterien und Erregern beschäftigen und die noch nie irgendeine finanzielle Verbindung zur Medizin oder Pharmaindustrie hatten und auch nie bekommen werden. Das sind Experten und das sind eben die Next Scientists for Future, ja? Der Weltrat, ja? Ja, ich hoffe, dass Sie jetzt langsam ahnen, dass hier der einzige Ort der 99,99%igen Wahrheit in der Welt ist. Ja, wenn nicht, sind Sie, wenn Sie das bis jetzt hier nicht verstanden haben, dann sind Sie für Wahrheit nicht geschaffen. Dann sollten Sie vielleicht wieder zu der Welt der Unwahrheit gehen. Das ist einfacher. Ja, die Welt der Wahrheit ist ein bisschen kompliziert. Tut mir leid, ne? Gehen Sie dann lieber doch zu der Welt der Unwahrheit und leben Sie weiterhin in Irrtum und Unwahrheit und manipuliert werden. Ja, so, dann gehen wir doch mal weiter mit den Nachrichten. Ja, 70% aller, also die Grundthese quasi ist ja so, wir haben quasi, ich lege jetzt mal den Leuten das in den Mund, wir haben deswegen diesen grausamen Lockdown, der unsere gesamte Volkswirtschaft schädigt und so viel Kollateraltote erzeugt und so viel Schäden erzeugt, so viel Existenzen ruiniert. Das haben wir alles gemacht, weil wir die Sorge hatten, dass wenn wir einmal zum Beispiel 70% der Intensivbetten belegt bekommen haben, dass dann am nächsten Tag gleich eigentlich wir 150% Intensivbetten brauchen könnten, weil das Ganze exponentiell explodieren könnte. Ja, und dann hätten wir als richtige Naturwissenschaftler gesagt, hoppla, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, also wissen Sie, wir hatten weder bei Ebola eine plötzliche Explosion, die
alles in der Welt überfordert hat. Wir können ja auch Leute, wenn es irgendwo explodiert, transportieren in andere Krankenhäuser in Europa, in der Welt. Wir können ja im Zweifelsfall auch Kranke in die USA Krankenhäuser fliegen. Wir haben ja also viele Möglichkeiten und können jederzeit verhindern, dass es zu der Tatsache kommt, dass wir irgendwelche Leute sterben lassen müssen. Ja? Und seht es euch doch an, bei HIV, da wurde geunkt. Es kam aber niemals zu einer Explosion an Todkranken. Dann guckt euch Ebola an. Es kam niemals zu einer Explosion. Überall wurde gehypt. Und deswegen lasst uns doch naturwissenschaftlich ganz ruhig abwarten, ob wir überhaupt, wenn wir den Leuten empfehlen, Leute, schützt euch vor den Krankenhaus-Killerkeimen, bleibt zu Hause, kuriert mit Naturmittelchen so lange wie möglich aus, ohne einem Arzt zu begegnen, denn der kann euch infizieren. Mit irgendwas anderem sozusagen kuriert euch zu Hause aus mit Naturmittelchen oder mit gar nichts, mit viel Wasser und Fasten und so weiter. Und so, guckt, solange ihr irgendwie nicht das Gefühl habt, ihr seid kurz vorm Sterben, kuriert es aus zu Hause. Und dann gucken wir, und wenn dann 70% der Intensivbetten belegt sind, können wir immer noch einen knallharten Lockdown machen und können dann, wenn es dann doch zu einer überschießenden Intensivbettenbelegung kommt, wobei wir immer auch vorsichtig sein müssen, dass Ärzte natürlich immer dazu neigen, auch schon Leichtkranke in den Intensivbetten zu belegen. Da sollte man dann vielleicht Biologen als in die Krankenhäuser schicken und jede Entscheidung, ein Intensivbett zu belegen, wirklich auch von der sachlichen Analyse eines nicht beteiligten Biologen abhängig machen, der quasi im Staatsdienste guckt, ob das nicht eine Intensivbettenbelegung ist zum Beispiel. Ja? Und so hätten wir dann sozusagen möglicherweise gesehen, dass wir noch niemals diese 70%ige Intensivbettenbelegung jemals erreicht hätten. Vielleicht hätten wir niemals diese 70% erreicht oder diese 80%. Ja, und dann hätten wir doch ganz ohne Lockdown wie die Schweden also mit null Lockdown hätten wir doch Entwarnung geben können und sagen können, da ist kein Killer-Virus, da ist nichts, was irgendwie unheimlich explodiert und eine, wie sagt man, exponentielle Explosion bringt und so weiter, ja? Und wenn nicht, hätten wir doch immer noch handeln können, weil es wird doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und deswegen, aber für die Medizinindustrie war es natürlich finanziell unheimlich einträglich, selber erstens den Irrtum zu glauben, dass das exponentiell explodieren wird und dann überall die Leute sterben, ohne behandelt werden zu können, ohne dass man ihnen helfen kann, ja. Und dieser Glaube, dieser gewinnbringende Irrtum, dieser vorteilbringende Irrtum davor, an die eigenen exponentiellen Kurven sozusagen, der hat Milliardengelder gebracht, ja? Denn der hat einfach all dieser Medizin- und Pharmaindustrie riesiges Geld gebracht, der Testindustrie riesiges Geld gebracht. Und das ist eben das Dilemma, warum wir unsere Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege brauchen. Ja, Schluck Wasser. Wasser, übrigens das beste Heilmittel der Erde, ne? Denn der Körper kann, wenn er genug Wasser hat, fast alles reinigen und reparieren, was es gibt, ne? Ja, ganz normales Leitungswasser reicht völlig aus. Ja, dann Bodo Schiffmann. Ja, das Problem bei ihm ist wie bei vielen natürlich. Er neigt jetzt dazu, nachdem er jetzt quasi in der Matrix die rote oder die blaue Pille irgendeiner von den beiden genommen hat und jetzt plötzlich aufgewacht ist und irgendwas erkennt, ja, sozusagen neigt er dann gleich wieder zum anderen Extrem, als ob da irgendwie ein böser Plan irgendwie vielleicht eine Rolle spielen könnte. Nein. Passen Sie auf, Herr Schiffmann, dass Sie nicht tatsächlich in diese Falle des Verschwörungstheoretischen fallen, ja? Das ist immer der falsche Weg. Nein, gehen Sie nur davon aus, dass Ihre Kollegen, die Mainstream-Mediziner, einfach nur
die gewinnbringenden Irrtümer glauben, die sie gelernt haben, nämlich dass irgendwie exponentiell sozusagen eine solche Virussituation oder Bakteriensituation völlig außer Kontrolle geraten könne, obwohl es eigentlich nie völlig außer Kontrolle geraten ist und niemals wirklich explodiert ist. Ja? Am Ende war Ebola auch nur ein kleines Feuerchen und HIV war nur ein kleines Feuerchen und so weiter. Und niemals ist etwas explodiert, was uns überrannt hat. Das Letzte, was uns überrannt hat, war ja wohl die Pest, ne? Weil da wirklich 30% der Menschen gestorben sind. Machen Sie sich nochmal klar, dann wären in Schweden 2,7 Millionen Menschen gestorben, wenn es Pest gewesen wäre. Und da war die Ernährungssituation noch viel schlechter als bei uns, noch viel, viel einseitiger, der Vitaminmangel noch größer. Wissen Sie, damals zu diesen Zeiten sind ja die Leute dann später auf den Schiffen noch an Vitamin-C-Mangel gestorben und so weiter, an Skorbut und so weiter. Also das heißt, da gab es noch Einseitigkeiten, die wir trotz alles schlechter Werdens unserer Ernährungssituation haben wir so schreckliche Einseitigkeiten nicht mehr. Immerhin haben wir heute im Supermarkt, wenn auch mit Glyphosat vergiftet, immerhin eine große Palette an Obst und Gemüse. Und damit ist also sozusagen der Vitaminmangel wahrscheinlich nicht so intensiv wie zu Pestzeiten. Und außerdem waren da die hygienischen Verhältnisse so katastrophal, dass die Leute mit größeren Mengen von Bakterien und Viren konfrontiert wurden. Die Ratten und dann die Rattenflöhe und die Pestflöhe und so weiter. Ja, das waren dann einfach große Erregermengen, die dann wirklich. Und da, dass da ein Drittel der Menschen gestorben sind, ja, das war wirklich was Nennenswertes, aber diese Bedingungen haben wir gar nicht mehr in der Welt. Deswegen haben wir jetzt seit längerer Zeit keine exponentiellen Explosionen mehr. Und da hätte man einfach sagen müssen: Ruhig Blut, sagen Sie erst einmal der Bevölkerung, wahrscheinlich ist Corona total harmlos und beruhigen Sie die Bevölkerung und so weiter. Ja, und wie gesagt, Bodo Schiffmann, da ist kein böser Plan dahinter. Da ist nur dieser Irrtum, dass jeder Medizinstudent lernt, das Märchen von der jederzeit möglich uns alle überrollenden exponentiellen Kurve, die uns alle sozusagen überfordert. Das ist einfach nur ein Irrtum, und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dieser Irrtum. Der mag zu Pestzeiten angemessen gewesen sein, solch ein Irrtum, aber heute nicht mehr. Heute ist es nur noch ein gewinnbringender, milliardenprofitebringender Irrtum. Und so müssen wir ihn verstehen. Und das hätten wir natürlich der Regierung gesagt, so, ne? Und dass es genau nur so zu verstehen ist. Also, dass sie auf keinen Fall auf den Mainstream der Medizin hören dürfen, sondern nur mit den Ausnahmeärzten, den gewissensorientierten Ärzten und nicht gewinnorientierten Ärzten sprechen dürfen, ne? Ja, und lieber Bodo Schiffmann, bitte gleiten Sie nicht ab in die Welt der Verschwörungstheoretiker. Da ist keine Verschwörung dahinter, das ist reine Evolutionsbiologie. Ja, dann berichtet er aber auch, dreimal mehr Todessprünge soll es angeblich gegeben haben. Also, das ist doch mal, wenn das stimmen würde, ja, dreimal mehr Selbstmorde durch Todessprünge, ja, das wäre der Hammer, ne? Ja, das ist gut möglich. Und das würde dann auch bedeuten, dass dann die Sterbestatistiken hochgehen und dann wahrscheinlich würde man wieder den Irrtum machen, dass man nicht sieht, dass der Lockdown, also die Maßnahmen, hohe Todesraten erzeugt haben, sondern man schreibt das dann alles wieder Corona zu, wie man ja sowieso alles Corona zuschreibt. Ja, jeder, der irgendwie tot ist, der und zufällig irgendwie auf einen fragwürdigen Test anspringt, der ist dann automatisch ein Corona-Toter. Na, das wurde jedenfalls in vielen Sendungen wieder nochmal gezeigt, dass es angeblich wirklich so sei. Ja, dann. Das ist ja auch interessant, ne? Die Nachricht, wenn das stimmen würde.
1,6 Milliarden Menschen. Wir haben also nur an die 8 Milliarden Menschen. Das wären also dann immerhin so, ja, 1,6 Milliarden. Das wären ja sozusagen 20% oder so, wenn ich richtig denke. 800 Millionen wären 1%, 1,6. 20% der Weltbevölkerung seien mit dem Tode bedroht, und zwar nicht durch Corona, sondern durch die Maßnahmen. Ja? Also, denn durch die Maßnahmen kann es ja dazu kommen, dass die Leute nicht mehr arbeiten können und dass sie dann gar nichts mehr zu essen haben, verhungern, und dann 1,6 Milliarden Menschen seien todesbedroht durch die Na Maßnahmen. Interessanter Gedanke. Ob, wenn er stimmt, wäre er erschreckend, ja? Dann naturwissenschaftlich, ach ja, das hatten wir gehabt. Ja, dann in der Talkshow Hangar 7, Talk im Hangar 7 von Österreich, der besten Talkshow, die es überhaupt gibt, sozusagen, war als Gast auch einer vom Team von dem Corona, von dem außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Wie gesagt, liebe Leute, es gibt zwei Untersuchungsausschüsse, nicht einen, sondern zwei. Kapieren viele nicht, ne? Der Corona, oder war das Gespräch auch Corona-Fehlalarm? Fragezeichen von Professor Bhakti und seiner Professorin, die Professorin Reis heißt sie, glaube ich, seine Frau, ne? Ja, und das heißt also immerhin, dort ist das Thema, ne? In der besten Talkshow des deutschsprachigen Raumes, ne? Dann regelmäßig, ja, wenn der Mensch regelmäßig eine kleine Dosis Viren abkriegt und Bakterien abkriegt, ist das das beste Training fürs Immunsystem. Problem ist halt immer nur zu viel auf einmal. Ne? Das ist, ja, und dann der Kindermund, dass Kinder also alles in den Mund stecken, als Babys und Kinder. Das ist dass sie sich natürlich impfen, weil sie wollen sich kleine Mengen an Viren und Bakterien zufügen, damit ihr Immunsystem sich richtig hochtrainieren kann. Ne? Und das ist das genetische Programm, warum die Babys sozusagen so wenig Ekel haben und so wenig Ängste vor irgendwelchen Bakterien oder Viren haben. Die sind eben noch nicht von der Schulindustrie und von der Sagrotanindustrie sozusagen noch nicht in die Irre geleitet worden. Ne? Deswegen haben ja auch die Sagrotan-Mütter die kränksten Kinder. Ne? Ja, dann haben wir was haben wir hier noch? Was steht hier noch? Ja, Semmelweis. Ich glaube, Bodo Schiffmann spricht es an. Semmelweis war ja derjenige, der den Ärzten Klage gemacht hat und dafür dann totgeschlagen wurde. Der war selber Arzt und hat gesagt: Leute, wir bringen selber wir erzeugen selber das Kindbettfieber, indem wir ohne unsere Hände zu reinigen und zu desinfizieren, mit den gleichen Händen den Frauen in den Unterleib, den schwangeren Frauen, in den Unterleib reingreifen. Dadurch infizieren wir sie, weil sie zu viele Bakterien und Viren auf einmal bekommen, und dadurch sterben sie dann am Kindbettfieber. Ja, und ja, das ist eben, ja, die Medizin tötet, ja, weil Unwissenheit und Irrtümer töten, ja. Also, ja, dann geht's weiter. Ja, Naturmittel, also so Naturmittel, Hausmittelchen nennt man sie, glaube ich, auch. Hausmittelchen werden viel zu wenig benutzt, und gerade auch in der Medizin benutzt, wenn da eben für die Pharmaindustrie kein Gewinn zu erkennen ist, kein Profit zu erkennen wird, dann wird das einfach auch in der Ausbildung der Ärzte totgeschwiegen. Und es wird eben immer nur das erwähnt, quasi, ja, Krankheit A, Medikament B, fertig. Und Krankheit A, Hausmittelchen B, Hausmittelchen C wird überhaupt nicht mehr thematisiert, weder in der Ausbildung der Ärzte, weil das bringt ja einfach keinen Profit, das bringt ja alles keinen Umsatz, ne? Und das ist eben das Punkt, warum wir ja mit 20 Reformen die gesamte teuflische soziale Marktwirtschaft beenden müssen und endlich ein menschliches Wirtschafts- und Gesellschaftssystem bauen müssen. Und das haben ja die Next Scientists for Future.de fertig. Ja, sozusagen.
Ja, ich hoffe, Sie haben bis jetzt begriffen, dass Sie hier bei der 99, beim einzigen Ort der Wahrheit in der Welt sind. Nicht, weil die einzelnen Professoren die Supermänner wären, sondern weil die gesamte Mannschaft zusammen, das gesamte Team sozusagen die einzige Instanz für 99,9% Wahrheit in der Welt ist. Wenn Sie meinen, Sie finden einen Fehler in unserem Denksystem, bitte bringen Sie das wissenschaftliche Argument, mit dem Sie uns überlegen können. Wir sind immer offen, dass wir möglicherweise auch immer noch irgendwo ein paar kleine Fehler drin haben. Dafür ist jeder gute Wissenschaftler offen und die besten Wissenschaftler natürlich auch besonders. Ne? Ja, Naturmittel, ja, also dann Bodo Schiffmann, ja, also. Die Mensch, das ist da ist er wieder genial, ja? Also, weil er ja auch erkennt, ja, die Menschheit hat doch die in der Evolution, die hat die gesamte Evolution der letzten 2,5 Millionen Jahren Menschengeschichte, Menschheitsgeschichte und der letzten, sagen wir mal, circa 10 bis 13,8 Millionen Jahre menschenähnlichen Evolution sozusagen, haben wir alle überlebt, ganz ohne Impfungen, ohne Tests, ohne, und zwar wirklich im Wesentlichen. Wesentlichen gesund. Die paläopathologischen Daten weisen darauf hin, dass die Masse der Menschen früher eben ganz gesund war, weil sie ja auch nur natürliche Nahrung zu sich genommen haben und so weiter. Natürlich, wenn irgendwo wirklich mal, ja, und wenn wir uns die Bonobos anschauen, unsere engsten Verwandten, also wir sind ja eigentlich der zweite Bonobo, nicht der dritte Schimpanse, sondern der zweite Bonobo, felllose Bonobo. Und wenn wir uns anschauen, welche Geburten von Gesundheit, die Bonobos in den letzten Jahrzehnten immer noch waren, siehe Professor Franz de Waal, ja, wo er keine einzige Erscheinung einer Krankheit beobachten konnte innerhalb von Jahrzehnten, ja, obwohl es Menschen gibt, die alles vergiften und verdrecken und zerstören. Hatten die Bonobos der letzten Jahrzehnte bei allen Beobachtungen nicht einmal ein Krankheitszeichen. Das heißt also, offensichtlich waren auch wir, die zweiten Bonobos, vor der Moderne, also vor der Erfindung von Tauschhandel und Arbeitsteilung vor circa 400.000 Jahren, waren wir wahrscheinlich eine Ausgeburt an der Gesundheit und so weiter. Und ja, und das ganz ohne jegliche Medizin und so weiter. Ja, wir waren ja auch so gesund, dass wir zwei Mechanismen hatten. Jetzt muss ich was Grausames machen, weil das wieder die Träumer alles nicht mögen. Naturwissenschaftliche Wahrheiten tun weh. Ja, also schauen wir uns mal, wo ist es? Schauen wir uns doch mal grausame naturwissenschaftliche Wahrheit an. Ja, die Evolution ist ein Generator von Ungleichheit. Der Gleichheitswahn ist der größte Irrtum der Menschheit, besonders bei Linksextremisten vorhanden. Ja? Die Evolution erzeugt immer Ungleichheit. Also werden immer auch Babys geboren mit einem sehr schwachen Immunsystem. Und das ist doch ganz normal, dass die dann einfach, wenn die sich alles in den Mund stopfen und so weiter, dass die dann von den Viren und Bakterien überfordert sind und dann schlafen die ein, dann sterben die leider. Ist halt so. Das ist, darin darf man nicht eingreifen. Ja, die Neugeborenen sind ein Experiment der Natur und notwendig produziert die Evolution auch Ausschuss und den darf man nicht künstlich zum Überleben bringen, nur weil es Profit bringt für eine Medizinindustrie, die dann eine Medizinethik evoluiert, in der sie sagt, ja, wir müssen auch denen mit dem schwächsten Immunsystem, die also eigentlich gar nicht fürs Leben bestimmt sind von der Evolution, die müssen wir auch noch mit allen Apparaten der Welt gewinnbringend am Leben erhalten. Nein, akzeptieren wir doch einfach so, wie es in der Natur ist. Nicht jedes Baby ist zum Überleben bestimmt. Und dann, wenn die Mutter in der Natur ist, gibt es noch einen grausamen Mechanismus, tut mir leid. Die Idee, dass die Mutter jedes Kind lieben müsse und annehmen müsste, ist auch ein großer Irrtum, dass sie
dass sie doch, wenn sie kein Kind haben möchte, doch bitte schön Chemikalien, die Antibabypille und andere gewinnbringende Produkte der pharmazeutischen und der Kondomindustrie konsumieren solle, sozusagen. Nein, da sagt der Biologe, nein, machen wir es doch so, wie es die Natur seit Millionen und Milliarden von Jahren überall macht. Wollen wir doch bitte nicht schlauer sein als die Natur und nicht weiser als die Evolution sein, ja? Sondern wenn eine Mutter ein Baby in die Welt setzt und sie selbst will es nicht haben, sie kann es nicht ernähren, es würde die Gruppe überfordern, die Kommune überfordern, es wäre eine Belastung der Gesellschaft, sie kann das moralisch nicht verantworten und sie sagt, nein, ich will das Kind nicht annehmen, dann müssen wir doch einen Weg finden, wie das Kind zum Beispiel mit Morphiumöl eingerieben wird und völlig schmerzlos und glückselig einschläft und die Mutter muss doch, sagen wir, mindestens mal 15 Stunden nach der Geburt die Möglichkeit haben, das Baby, das sie geboren hat, friedlich zu verabschieden und friedlich gehen zu lassen. Sie muss die Möglichkeit haben, es, was weiß ich, in eine Klappe abzugeben und dort wird es dann von Schwestern liebevoll mit Morphiumöl eingerieben oder mit irgendwas anderem, was auch immer geht, irgendeine Massage, die das Kind in einen glückseligen Rauschzustand versetzt und friedlich einschlafen lässt. Und dann haben wir alle Überbevölkerungsprobleme auf der Welt gelöst und können sozusagen all diese durch die Medizinindustrie erzeugte künstliche Überbevölkerung in der Welt haben wir dann weg. Im Moment gehen wir hin und schenken Müttern, deren Kinder am Verhungern sind, schenken denen Geld und Nahrung. Ja, und dann wird das Kind groß und es werden wieder 10 Kinder geboren, die auch wieder keine Nahrung haben. Und dann können wir immer weiter schenken und da wir das nicht tun, da die Menschheit ja nicht ständig weiter schenken will, sondern nur zu Weihnachten, zu besonderen Anlässen mal ein paar Euro rausrücken will, wird es automatisch zwangsläufig immer wieder zum Verhungern kommen. Denn die Kinder, die einmal durch das Geld an Weihnachten gerettet werden, die kriegen wieder eigene Kinder und deren eigene Kinder haben wieder nichts zu essen. Also vergrößert sich das Leid durch diese ganzen Spendenaktionen nur. Warum werden die Spendenaktionen gemacht? Weil es eine Industrie ist, weil die Leute Geld verdienen, die sozusagen diese Spendenorganisationen leiten, die verdienen dadurch gutes Geld. Also macht man es, obwohl es überhaupt nichts bringt und nichts an der Hungerlage in der Welt jemals wird ändern können. Schluck Wasser. Wenn eine Mutter hungert und selber nicht weiß, wie sie satt wird und wenn sie dann die Erlaubnis hat, bis zu 15 Stunden nach der Geburt das Kind sanft und glückselig einschlafen zu lassen, ja, dann kriegen wir auch die Überbevölkerung weg, dann kriegen wir auch den Hunger in der Welt weg. Weil es eben so ist, warum hungert denn die Mutter? Weil sie im evolutionsbiologischen Wettbewerb, weil die Evolution ein aktiver Ungleichheitsgenerator, Ungleichheitserzeuger ist, hatte sie das zufällige Pech, dass sie Gene mitbekommen hat, die sie beruflich sehr wenig leistungsfähig machen, die ihren Intelligenzquotienten niedrig gelassen haben, ihre Gehirngröße ist klein und so weiter. Und dieses zufällige Pech führt eben dazu, dass sie nicht mithalten kann und keinen Job kriegt und deswegen nichts essen kann und sich nicht ernähren kann. Ja? Und dann auch ihre Babys, potenziellen Babys nicht ernähren kann. Ja, und jetzt ist es doch entscheidend, dass wir dieser Mutter, die jetzt nun mal auf der Welt ist, helfen, dass die halbwegs überlebt, ja. Aber wir dürfen ihr doch auf keinen Fall was für ihr Neugeborenes geben, weil dann geht ja das Leiden immer und unendlich weiter und wird immer größer. Wir müssen doch so sagen, liebe Mutter, du bekommst von uns was zu essen, aber dein Neugeborenes, mit dem du schon schwanger bist, dem werden wir nichts geben. Und dann wird die Mutter sich entscheiden, bevor das Kind grausam an Hunger stirbt, gebe ich es ab zum glückseligen Einschlafen.
Ja, mit irgend, es muss irgendwie möglich sein, irgendwas mit Handschuhen oder so, irgendwas einzureiben, sodass man dem Kind überhaupt nicht wehtun muss, sondern ihm eine zärtliche Massage gibt und dann über die Stoffe dann das Kind in einen glückseligen Rauschzustand kommt und überhaupt nicht merkt, dass es eben stirbt oder so. Also null Schmerzen und so weiter, ganz menschlich und ganz liebevoll. Ja? Aber alles andere, was wir machen, vergrößert Leid und Schmerz nur. Ja, also all diejenigen, die sich jetzt irgendwie entrüsten, moralisch entrüsten wollen, mit eurer Strategie vergrößert ihr jeden Tag den Schmerz, das Leid und das Elend. Ja, und alles, das ist alles antiwissenschaftlich. Ihr lebt in Unwahrheiten, in Illusionen, in Träumereien. Vielleicht lebt ihr im Gleichheitswahn oder was auch immer. Das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Ihr seid einfach nur völlig jenseits der Wahrheit. Tut mir leid, solche Grausamkeiten gehören eben auch mit dazu. Also auch wenn man eher vielleicht insgesamt von der Öffentlichkeit eher als links oder grün eingestuft würde. Man kann doch nicht die Wahrheit verraten, nur weil es vielleicht ein paar linksextremistische Verrückte gibt, die die ganze Wahrheit nicht wissen wollen. Die ganze Wahrheit ist, wir müssen so die Überbevölkerungsproblematik lösen. Und eben nicht, indem wir alle totgespritzt werden durch eine Impfung. Das wird ja auch überall im Internet diskutiert werden. Dass das nämlich eine Lösung für das Überbevölkerungsproblem sei, uns jetzt alle mit tödlichen Impfungen totzuspritzen, sozusagen. Ja? Aber wie gesagt, auch das, solche bösen Absichten wird es auch nicht geben, obwohl vielleicht viele Menschen wirklich, das kriege ich auch im Internet mit, dazu neigen, wirklich für sozusagen, ja, also bei der Überbevölkerung muss uns jedes Mittel recht sein, ne? Also ganz egal, was wir da tun. Ne? Ja, Schluck Wasser. Ja, weiter geht's. Ja, die Sendungen im Internet, Internetfernsehen, Urlaubsrückkehrer. Ja, also es kann ja jetzt sein, dass alle Ballermann-Rückkehrer und so weiter und alle Urlaubsrückkehrer dann einfach einen Zwangstest machen müssen und danach 14 Tage ins Quarantänegefängnis müssen. Ja. Und das wird natürlich jetzt auch wieder vieles beeinflussen, diese Drohung. Ne? Ja, Bodo Schiffmann sagt zu Italien, ja, schon bei jedem normalen Grippewinter müssen die Italiener schon Zelte aufbauen und so weiter, weil eben dieses marktwirtschaftliche Medizinsystem in Italien ganz besonders schlecht ist und sowieso schon immer überfordert ist und immer am Anschlag ist. Ja. Und dann ist es natürlich, und dann die Bilder seien natürlich auch alle irgendwie unrealistisch gewesen. Da wären also, das macht ja sowieso der Journalismus immer, dass er, wenn er kein Bild hat, kein live aktuelles Bild hat, dass er ein Bild von einem früheren Problem nimmt und dann das als Bild von heute ausgibt. Und das sei natürlich auch massenhaft geschehen. Ja. Ja. Und ein Oberarzt spricht in einer Internetsendung von Lernprozess. Was heißt das auf Deutsch? Dass sie am Anfang beim Umgang mit Corona alle falsch behandelt haben. Denn sonst würde ich ja nicht von einem Lernprozess sprechen. Ja, also von einem Lernprozess kann ich doch nur sprechen, wenn ich erkenne, dass ich am Anfang alle Leute falsch behandelt habe, alle Corona-Verdachtsfälle falsch behandelt habe und dann dazugelernt habe und jetzt es hoffentlich jetzt besser gemacht habe. Ja? Vielleicht ist aber auch dazu, dass man dazugelernt hat, aber nur jetzt bessere gewinnbringende Behandlungen anwendet, die vielleicht noch schädlicher sind. Also auf jeden Fall muss es bedeuten, dass sich was verändert hat und das kann jetzt eine Veränderung zum Besseren sein oder eine Veränderung zum Schlechteren aus naturwissenschaftlicher Sicht. Das heißt also, entweder hat der Oberarzt die Leute am Anfang zu Tode behandelt, also falsch behandelt, am Anfang zu Tode behandelt, oder behandelt sie jetzt zu Tode. Ja, also irgendwie, was ist der Lernprozess? Also auf jeden Fall hat man was geändert und das zeigt, dass irgendwo entweder war es am Anfang tödlich für die Leute oder schädigend für die Leute, untödlich für die Leute oder es ist jetzt schädlich und tödlich für die Leute. Ne?
Ja, und dann, dass es eben immer wieder auch zum Mitarbeiterausfall, auch beim Pflegepersonal und so weiter, überall kam, eben nicht durch Krankheit, sondern qua Testergebnis. Also allein ja das Testergebnis reicht ja auch völlig gesunde Leute sozusagen aus den Krankenhäusern zu und den Pflegeheimen zu vertreiben, und dass es dann natürlich Engpässe geben kann, wenn man sogar Gesunde nur aufgrund eines Testergebnisses raustreibt, die gar nicht infektiös sind, eventuell, ja, anstatt zu gucken, dass man diese Leute dann besonders intensiv Schutzkleidung tragen lässt, um die Patienten zu schützen, ja, oder diese in Lo Bereichen tätig werden lässt, in denen sie gar keine Möglichkeit haben, andere zu infizieren und so weiter. Anstattdessen hat man die rausgeschickt, und dadurch hat man natürlich künstlich sozusagen Engpässe produziert, ja, vielleicht auch in Italien zum Beispiel, ne? Ja. In USA tobt ein regelrechter Maskenkrieg. Es kämpfen die, es ist quasi die, ja, also letztendlich kämpft gegen die Medizin, der Mainstream der Medizin, die Medizinhörigen kämpfen gegen die leicht medizinkritischen wie Trump und Bolsonaro. Also es ist ja leider nicht so, dass Trump und Bolsonaro voll begriffen hätten, wie gefährlich die Medizin unter marktwirtschaftlichen Bedingungen und sozialmarktwirtschaftlichen Bedingungen ist, sondern sie ahnen ja nur, dass da was nicht stimmt. Ja? Denn Trump hat es ja richtig gemacht. Er hat gesagt, ich will die Daten in meinen Ministerien haben und nicht, ich will nicht den Gesundheitsbehörden die Herrschaft über die USA überlassen. Da hat er vollkommen recht, denn die Gesundheitsbehörden sind doch auch nur Teil der profitorientierten Pharma- und Medizinindustrie und sind dort ausgebildet und mit gewinnbringenden Irrtümern gefüllt worden. Ja? So, dann Bodo Schiffmann. Ja, eben das, der spricht das an mit der Überbevölkerungsreduktion durch Impfung. Ja, dass man da, also das war ja auch Thema, dass angeblich den Impfstoffen auch Schwangerschaftsverhinderungs-, Empfängnisverhütungsstoffe zugefügt worden wären und so weiter. Also ja, also wie weit also jetzt die Überbevölkerung durch Impfung und Impfschäden reduziert werden soll. Das wäre aber wieder Verschwörungstheorie. Ich glaube es nicht. Ich glaube nur, dass Bill Gates sich einfach nur irrt und nicht einfach Leute, die Überbevölkerung reduzieren will, durch Tötung. Ja, das glaube ich nicht. Auch wenn es Leute geben mag, die sagen, bei Überbevölkerung muss uns jedes Tötungsmittel recht sein. Ne? Ja, gut, ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist alles nur Irrtum. Ne? Kontergan, ja, darüber spricht Bodo Schiffmann zu Recht. Ja, die Spätfolgen, also es geht doch darum, Kontergan hat auch erst ganz spät gezeigt, was für Schäden es anrichtet, ja. Und genauso sagt er, würde es auch bei den Impfungen erst spät zu Krebsschäden, Folgeschäden kommen, dass die Leute Krebs bekommen aufgrund der Folge der Impfung. Wie gesagt, es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, nein, Leute, macht euch keine Sorgen. Auch diese Genimpfung wird euren Genbestand nicht dauerhaft verändern. Ne? Also das halte ich auch für gut möglich, dass das in Wirklichkeit viel weniger heiß gegessen wird, als es gekocht wird. Ja? Aber Bodo Schiffmann sa sagt richtig, Ärzte sind keine Wissenschaftler, das haben wir schon immer gesagt. Medizin ist ein Wirtschaftszweig, keine Wissenschaft. Ja? Das ist ein Wirtschaftszweig wie die Fastfood-Industrie und sollte genau so behandelt werden, wird aber nicht genauso behandelt, weil die nicht die Fastfood-Industrie die meisten Werbespots bei ZDF und ARD bezahlt, sondern die Medizin- und Pharmaindustrie. Schluck Wasser. Also ist man bei der Fastfood-Industrie vorsichtig und bei der Medizinindustrie und Pharmaindustrie hörig. Na? Gehorsam. Also, Bodo Schiffmann, Ärzte sind keine Wissenschaftler, folgen der vorgegebenen Linie. Ungefähr sowas sagt er jedenfalls sinngemäß. Und wenn ein Arzt, jetzt der Witz von Bodo Schiffmann, wenn Sie einem Arzt und einem Physiker wurde gesagt, bitte lernt das Telefonbuch auswendig. Der Physiker antwortet, warum? Warum soll ich das tun?
Und der Mediziner antwortet: Bis wann soll ich das auswendig lernen? Ja? Also das heißt, der Mainstream-Arzt lebt in einer Welt, wo er einfach das übernimmt, was der Mainstream sagt und so weiter. Der Mainstream-Arzt lebt in einer anderen Welt, so wie Bodo Schiffmann früher auch in der Mainstream-Welt lebte. Er ist also quasi, sozusagen, hat sich quasi, weil er eben ein Ausnahmearzt ist, hat er es geschafft, den Irrtümern des Mainstreams teilweise zu entsagen. Ne? Ja, Bolsonaro. Ja. Der sagt es ganz klar, der ahnt es schon, obwohl er auch bestimmt die Gefährlichkeit der Medizin und Pharmaindustrie nicht vollständig durchschaut. Aber Bolsonaro sagt quasi sowas ungefähr wie: Der Lockdown tötet mehr als Corona tötet. Ja? Und das ist schon die richtige Ahnung. Ne? Das ist, ja. Ja, und Fridays for Future ist wieder aufgetaucht. Hier haben wir so unsere, wo haben wir denn unsere? Wir können nur mal hier schauen, ja. Greta Thunberg, wir haben ja quasi Greta Thunberg den Kohlestopp 26 und den 900, innerhalb des 900 Milliarden Euro 7 Jahre Plan fürs Klima angeboten, ja. Aber die wollen das nicht. Also das irgendwas ist da auch völlig verrückt. Die Welt ist ja sowieso von oben bis unten verrückt und da ist eben auch alles verrückt. Und ja, also was ist denn hier los? Da so jetzt besser. Ne? Na, ist komisch, warum das sich so schlecht schieben lässt hier. So. Ja, also. Die fordern einfach, aber jetzt haben sie mal wenigstens wieder gesagt, dass es doch irgendwie ohne System Change wohl nicht geht. Deswegen mit Next Scientist for Future zusammenarbeiten, dann kriegt ihr als Dankeschön den Kohlestopp 2026 und die Next Scientist for Future beenden die soziale Marktwirtschaft und dann sozusagen. Dann ist das Problem gelöst, ja? Also denn Fridays for Future hat sich jetzt mal wieder getraut zu sagen, wir können doch nicht mit dem System, das alles zerstört, hoffen, das Klimaproblem oder und andere Probleme lösen zu können. Das geht doch nicht, ne? So, und dann nächste Nachricht. Ich habe ja schon oft darüber gesprochen, dass wir sozusagen Fort Knox machen müssen. Also das heißt, wir können ja alle Daten, also wenn wir die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten einführen, müssen wir ja auf 1000%igen Datenschutz achten. Obwohl ich es für eigentlich sehr unwahrscheinlich halte, dass irgendwas da auch nur jemals mit meinen Daten passieren würde, ja? Vor allem ist es eben so, dass wenn wir diese Daten nicht erheben, dann läuft ja die soziale Marktwirtschaft weiter und dieser Schaden ist so riesig. Also wenn wir uns das jetzt mal hier vorstellen als Erdkugel, also Sie sehen nicht alles, aber das ist eigentlich hier ein Kreis, ja? Und wenn wir uns das als riesige Sonne vorstellen, eine riesige Sonne, wie ein Fußball, also ein Fußball, dann ist der Schaden, den in meinem Leben die soziale Marktwirtschaft anstellt, der ist so riesig wie ein riesiger Gymnastikball, so ein Sitzball. So, stellen Sie sich so einen riesigen Sitzball vor, ja? So einen riesigen Sitzball, auf dem Sie gerade noch eben sitzen können. So gewaltig ist der ständige Schaden, den mir die soziale Marktwirtschaft in meinem Leben zufügt. Und das, wenn jemand meine Daten missbrauchen würde, dann wäre das so winzig wie der kleine Pieks einer Stecknadelspitze. Nicht der Stecknadelkopf, sondern der Stecknadelspitze. So winzig, schätze ich das Risiko ein. Ne? Das heißt also, aber wie schützen wir das? Durch Fort Knox. Ne? Das heißt, wir machen in Deutschland zwei Fort Knox und im Computer, wir können alles ausdrucken. Und unsere Kartennummer sozusagen, da können wir ja alle, die 20 ersten Nummern können wir ja ausdrucken. Nur vielleicht die letzten 2, 3, 4, 5, also 3, 4, 5, 6 Nummern.
Die können wir ja per Hand zufügen lassen. Ja, das kostet natürlich viel Arbeit, wenn dann 80 Millionen Menschen oder 70 Millionen Menschen, also ab dem 12. Lebensjahr oder so, können wir ja irgendwann die Wohlfühlstimme zulassen. Ja, also muss es dann auch Karten geben ab dem 12., 14., 16. Lebensjahr. Muss es Karten geben, dann müssen wir also 70 Millionen Karten haben und müssen dann per Hand müssen 70 Millionen vier Ziffern, die letzten vier Ziffern und so weiter. Man kann ja nichts anfangen mit diesen ganzen Nummern und den Daten und den Namen und den Anschriften, kann man ja nichts anfangen, sozusagen, wenn einem die letzten vier Ziffern fehlen oder die letzten drei oder zwei oder fünf oder sechs Ziffern fehlen. Also würde man dann so machen, und wenn dann ein Fort Knox abbrennt, kann man mit einem vertretbaren Aufwand wieder handschriftlich die Nummern einfügen und so weiter. Ja, und dann haben wir, dann ist das nicht knackbar, denn Sie können dann den ganzen Computer hacken, aber Sie wissen ja nicht, wie die letzten vier Ziffern sind bei jedem einzelnen Menschen, können also gar nichts damit anfangen. Ja, es können also niemals von irgendeinem Einkauf rückschließen darauf, dass es angeblich dieser und jener Mensch sei. Ja, und von daher hätten wir dann das Problem doch gelöst. Ja, ja, Trump teilt bei Twitter, dass fast alle lügen würden. Lügen ist wieder das falsche Wort. Sagen wir doch naturwissenschaftlich sauber, dass fast alle sich irren. Dass fast alle Ärzte sich irren, dass das CDC, das muss also das irgendwas eine ärztliche Gesundheitsbehörde sein in den USA oder irgend sowas, dass die alle sich irren. Ja, das ist die, Trump fängt an, die Wahrheit zu ahnen. Ja, das ist doch klar, dass die sich alle irren. Lieber Herr Trump, arbeiten Sie mit den Next Scientists for Future zusammen, die öffnen Ihnen die Augen darüber, wie die kapitalistische, sozialmarktwirtschaftliche Medizin- und Pharmaindustrie ihr Land ruiniert. Sie haben es doch erlebt bei der Opioidkrise, wie also sozusagen 200.000 Menschen ihrer USA-Mitbürger getötet wurden durch eine einzige Pharmaindustrie, Pharmafirma sozusagen. Ja, Sie müssten doch ahnen, dass das Ganze tödlich ist für Ihre Bevölkerung. Ne? Ja, und er ahnt richtig und twittert irgendwie, dass es darum ginge, die Erholung der Wirtschaft zu verhindern, ja, und so weiter. Aber das ist auch wieder zu viel Verschwörung. Ja, nein, die Medizinindustrie sich. Industrie irrt sich halt in ihren Ge Geldbeutel hinein. Also noch einmal, die Medizinindustrie irrt sich in ihren Geldbeutel her. Für jeden Irrtum, den ein Arzt im Kopf hat, verdient er Geld. Also irren Sie sich weiter. Ja, warum sollen Sie etwas korrigieren, was so viel Geld einbringt? Ne? Gewinnbringende Irrtümer, vorteilbringende, karrierefördernde Irrtümer halt. Ne? So, die große Frage in den USA ist und in Brasilien ist, wer herrscht? Die Pharmamedizin und die Medizinindustrie, die Pharmaindustrie, die Medizinindustrie oder Trump oder Bolsonaro? Wer herrscht? Ja, und ich glaube nicht, dass Trump und Bolsonaro auf Dauer eine Chance gegen die Milliardengelder der Medizin- und Pharmaindustrie haben. Ich glaube, die Pharmaindustrie wird überall gewinnen, ne? Fürchte ich, ne? Ja, die Medien wollen doch, dass die Pharmaindustrie herrscht, ja, wegen der Werbespots. Ne? Das sind doch Freunde, ne? Und mit Freunden gönnt man doch, dass sie herrschen. Ne? Ja, Trump sollte für seriöse Obduktionen durch Biologen sorgen. Ja, also es darf doch nicht jemand obduzieren und Todesursachen feststellen, der selber daran verdient, bei Corona Geschäfte zu machen. Ne? Das geht doch nicht. Ja, das ist doch Verfilzung. Ja. Pro Tag sterben in den USA ganz normal circa 10.000 Menschen zu Winterszeiten. Größenordnung, 10.000 Menschen. Und man will uns im Moment Panik machen, indem man jeden von je lächerlichen 1.000 Corona-Toten täglich redet. Man will uns Angst machen, obwohl jeden Tag ganz normal in den USA 10.000 Menschen sterben und nicht nur lächerliche 1.000 Corona-Tote. Ja? Und auch wenn
wenn diese Corona-Toten nicht innerhalb der 10.000 täglichen Toten in den USA wären, sondern zusätzlich wären. Was wäre denn erschreckend daran, dass in diesem Jahr mal pro Tag nicht 10.000 Menschen in den USA sterben, sondern mal 11.000? Was ist daran dramatisch? Muss ich die ganze Volkswirtschaft der USA töten, nur weil dieses Jahr mal statt 10.000 pro Tag mal 11.000 pro Tag sterben? Ist doch ein Witz. Ja, also das ist doch eine, und uns will man, unsere Medien machen uns Panik. Ich sage, will man uns machen, will man ja nicht. Man irrt sich und denkt, dass es schon Panik rechtfertigen würde, wenn da es 1.000 Corona-Tote täglich gäbe. In USA sterben jeden Tag ganz normal zu Winterzeiten 10.000 Menschen. Ganz normal. Also, Entwarnung, entspannt euch, ja, liebe Journalisten, ihr irrt euch, ja. So, Trump ist also wenigstens ein bisschen vernünftig. Er will die Gesundheitsbehörde übergehen, denn da drin stecken ja die Medizin, Pharmaindustrie, Sklaven sozusagen, die natürlich nicht an der Gesundheit und an der Vitalität der USA-Bevölkerung interessiert sind, sondern am Umsatz und Profit und Gewinn für die Medizinindustrie. Punkt. So, und jetzt kommt unser Haupttagesthema. Wo ist es? Hier ist es. Na, Mäuschen. Ja, Sarah Wagenknecht gegen Markus Krall. Seiner bürgerlichen Revolution gegen die Next Scientists for Future, der große Ringkampf sozusagen. Ja, Sarah Wagenknecht, sie erkennt nicht, wie gefährlich, ich habe es vorhin erläutert, wie killermäßig gefährlich ist die Marktwirtschaft, ja? Sie macht sich nur Sorgen darüber, dass die Armen zu wenig Geld bekommen, ja? Also sie will einfach umverteilen. Sie ist eine Umverteilungsideologin, ja? Und sie macht jetzt folgendes Problem. Sie erkennt überhaupt nicht, dass die Marktwirtschaft viele andere Schäden hat. Sie ist also geldfixiert. Sie lebt in der Illusion, Geld alleine mache glücklich, als ginge es nur um Geld. Dabei ist doch die Marktwirtschaft zerstört Gesundheit, sie zerstört Wohlfühlen, sie zerstört Lebensglück, sie zerstört Langlebigkeit. Davon hat Sarah Wagenknecht null Ahnung. Sie hat also von eigentlich gar nichts irgendein Wissen. Ihr fehlt völlig die naturwissenschaftliche Ausbildung. Sie ist also lebt in einer Welt der Unwahrheit und des Irrtums. Ja? Und sie fordert quasi immer nur, nehmt von den Reichen mehr weg und gebt davon mehr den Ärmeren, ja, oder den geringer Verdienenden und so weiter. Ja, und sie sieht dabei überhaupt nicht, dass wir damit ein Riesenproblem haben. Denn wenn wir sozusagen zu viel Steuern zahlen lassen, die Reichen sozusagen, die bösen Reichen in Sarah Wagenknechts Mentalität, ja, dann sagen die, also jetzt reicht's mir. Jetzt nehmt ihr mir zu viel weg, da gehe ich lieber in ein anderes Land der Erde. Die Lebensqualität in Deutschland ist ja, weil ja die Reformen der Next Scientists for Future noch nicht da sind, sowieso nicht besonders hoch. Also gehe ich in ein anderes Land mit einer hohen Lebensqualität, nehme meine ganzen Fabriken mit, also verkaufe die Fabriken hier und baue die dort neu auf und nehme die ganzen Arbeitsplätze mit. Die ganzen deutschen Arbeiter werden alle arbeitslos und werden alle arm und so weiter. Und ich gehe mit meinem Hightech-Konzern raus aus Deutschland, gehe in ein anderes Land und dort zahle ich viel weniger Steuern, als Sarah Wagenknecht mir ständig wegnimmt, sozusagen. Und da sieht Sarah Wagenknecht nicht, dass sie da mit dem Feuer spielt. Wir müssen doch ständig im Blick haben, wer verlässt Deutschland und warum? Wegen zu hoher Steuern? Ja? Welche fähigen Leute hier, die leistungsfähigen, klugen, wer davon verlässt Deutschland und warum?
Und wer kommt nicht nach Deutschland und warum von den Reichen und den Fähigen und den Hochqualifizierten und den Leistungsfähigen? Und wenn wir dann erkennen, nein, wir überreizen es gerade mit der Steuerlast, dann müssen wir das doch zurückfahren eher, ja? Und diese Idee, dass jeder, ja, die Evolution ist ein Ungleichheitserzeuger und jeder Dumme, der in der Welt geboren wird, dass wir dem jetzt sozusagen ein paradiesisches Leben ermöglichen sollen, das ist eine unrealistische Wahnvorstellung von Sarah Wagenknecht. Das ist also sozusagen ein Irrtum, ein Zentralirrtum. Wenn wir hingehen wollen als Europa und als Deutschland und jedem auf der Welt, der geboren wird, dumm geboren wird, mit kleinem Gehirn, mit kleiner Leistungsfähigkeit und kleiner beruflicher, also kleinem niedrigem Intelligenzquotienten, wenn wir dem jedem davon ein schlaraffenlandmäßiges, paradiesisches Leben geben wollen, dann werden alle, die hier daran zugrunde gehen, alle anderen zugrunde gehen. Ja? Und das ist Sarah Wagenknechts Irrweg. Und wenn sie würde jetzt Markus Krall angreifen und die Next Scientist for Future angreifen, ja, ihr wollt ja eigentlich nur, dass es den Reichen gut geht und ihr seid herzlos und so weiter und ihr wollt ja, dass Deutschland eine starke, militärisch starke, verteidigungsfähige und Europa ein verteidigungsfähiges und starkes Kontinent bleibt und wird und so weiter und ihr seid unmenschlich, ihr habt viel zu wenig Mitgefühl mit all diesen Armen, die sind genauso wertvoll wie ihr. Sie macht keinen Unterschied, weil sie nicht sieht, dass auch in der Natur es immer leider einen Unterschied macht, ob jemand hochleistungsfähig ist für die Gruppe oder ob er keinerlei Leistung für die Gruppe erbringen kann, ja? Und sie würde uns da angreifen und sagen, ihr seid unmenschlich und würde uns beleidigen und so weiter, dass wir herzlos sind, weil wir sagen, nein, diese Menschen hier brauchen wir nicht und so weiter. Wir müssen dafür sorgen, dass hier auf der Welt möglichst wenige geboren werden und wenn sie geboren werden, dass sie dann stille und leise, dass sie von den Müttern auch abgelehnt werden können und dann friedlich einschlafen können, weil das ist für uns alle immer grundsätzlich schädlich, für alle anderen, ja, also sozusagen, ja. Und wir müssen damit dieses Problem sanft und menschlich lösen, aber wir dürfen nicht hingehen wie Sarah Wagenknecht und sagen, wir müssen jetzt diesen das Paradies auf Erden schaffen, auch wenn es diese hier ruiniert. Denn Sarah Wagenknecht versteht überhaupt nicht, dass diese hier in Europa in einem knallharten Wettbewerb mit Chinesen stehen. Es tobt ein Handelskrieg. Ja? Und die Frage ist, wird Europa überhaupt überleben oder werden wir bald alle bettelarm und alle verhungern müssen, weil eben China das Geschäft in der Welt macht und USA und Indien das Geschäft in der Welt macht. Wir stehen in einem knallharten Wettbewerb. Und in China ist man nicht so dumm, sich immer all den Unfähigen ein Paradiesleben liefern zu wollen und dadurch die gesamte Volkswirtschaft zu ruinieren. Ich glaube, in Indien macht man das auch nicht und in Südostasien auch nicht und so weiter. Nur in Europa, in Deutschland ist man so dumm, dass man sagt, Sarah Wagenknecht sagt, ja, wir müssen denen, das Wichtigste ist, dass wir diesen Menschen hier, den Dummen und Unfähigen, müssen wir ein Paradies schaffen. Die sind gar nicht dumm und unfähig, das sind alles Genies, ja. Irgendwie zeigt sich nur nicht, ne? Also, aber sie sind eigentlich alle Genies, ja? Und dass Sarah Wagenknecht damit eigentlich für uns Europäer das Todesurteil ausspricht, das erkennt sie nicht. Und Markus Krall auf der anderen Seite würde wieder sagen, ja, ach, Sarah Wagenknecht, sie spinnen ja total, wir müssen Wirtschaft über alles und wir müssen viele Reiche und so weiter, ja, und so weiter haben und ja, ihr Next Scientists for Future, ihr wollt ja den Markt lenken und beschränken, ihr wollt die Arbeitsteilung den Markt lenken und das bringt schlechte Ergebnisse. Nein, am besten ist der Markt, wenn er frei ist. Also das heißt, dem Markus Krall fällt völlig jeglich
eigentliche, richtige naturwissenschaftliche Grundausbildung, also die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, folgt ihm, fehlt ihm total und völlig, ja. Und dadurch erkennt er überhaupt nicht, dass Markt der größte Killer in der Menschheit ist. Seit 400.000 Jahren werden wir durch freien Markt und Arbeitsteilung gnadenlos mit Kriegen, mit Unglück, mit Glücksverlust, mit Lebenslustverlust gebeutelt. Also ich deute es noch mal ganz kurz an. Dieser Früharzt und Frühhändler sagt die Wahrheit und sagt, ach toll, wie ihr in euren Kommunen so liebevoll lebt und so viel Sex habt und so viel Lebenslust und Lebensfreude habt. Macht nur weiter so, das ist gut für euch. Und dieser Früharzt und Frühhändler irrt sich wieder und er sagt, ja, ist das eklig, dieser Sex, davon werdet ihr ja alle krank und hört auf damit. Ja, Sex, das gehört eingekastelt in das Gefängnis einer monogamen Ehe und nur dort dürft ihr Sex haben. Alles andere ist unschicklich, unmoralisch, unkeusch und so weiter und macht euch krank und so weiter, ja, und dieser sich irrende Früharzt und Frühhändler, der verdient Geld, weil jetzt werden die Leute konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig, kaufen lauter ungesunde Ernährung, werden krank, man kann ihnen ganz viele Behandlungen verkaufen und so weiter, und das sieht Markus Krall nicht, dass sein freier Markt genau das produziert, dass der Markt, freie Markt Kriege produziert, Krankheiten produziert, dass er uns alle, dass er die Geißel der Menschheit ist. Lieber Dr. Markus Krall, Ihr geliebter freier Markt ist die Geißel der Menschheit seit 400.000 Jahren. Fast alles Elend, was wir auf der Welt hatten und haben, kommt nur durch den freien Markt und die freie Arbeitsteilung. Also wir müssen es lenken mit der Wohlfühlstimme, den Gesundheitsdaten, den Langlebigkeitsdaten, den Wirtschaftswunderdaten und vielen anderen Steuerelementen müssen wir alles zum Guten lenken und nicht darauf vertrauen, der freie Markt ist der größte Killer der Menschheit seit 400.000 Jahren. Ja, also von daher, gell? Ja, das ist das große Duell mal wieder in Kurzform gewesen. Die offensichtlich warten viele Menschen immer wieder darauf, dass wir das Thema immer wieder aufbringen. Das sind sozusagen unsere gefragtesten Themen. Also deswegen noch einmal hier. Das ist die Liste derer, die sich irren, mit denen wir aber trotzdem gerne talken würden, weil sie neben ihren Irrtümern immer auch ein paar Wahrheiten mitbringen und das wäre interessant, mit diesen zu talken. Alles andere, was nicht auf der Liste ist, ist so irrelevant, dass wir gar nicht mehr mit ihm talken wollen, weil mit Leuten, die nur Irrtümer im Kopf haben, macht es keinen Sinn zu reden. Also, lest euch wieder in Ruhe diese Liste durch hier. All derer, die sich irren, die Sarah Wagenknecht und so weiter, Rainer Mausfeld, Kevin Kühnert, lest euch alles durch. Das ist die Liste derer, mit denen wir gerne talken würden in unseren Talkshows, weil sie sich nicht nur und nicht total irren. Ja, also hier. Sogar eben, wie ich gesagt habe vorhin, mit Eso, Spiro, Guru, Psycho, Nahrungsergänzungs-, Gesundheitsgeschäftemachern sind wir gerne bereit zu talken und zu reden, eben weil sie eben irgendwo auch immer Wahrheiten haben, so genauso wie in dem Reiki die tiefe Wahrheit steckt, dass Menschen, menschliche Nähe, geistige Nähe, esoterische Nähe. Esoteriker brauchen vielleicht sogar esoterische Ärzte, ja? Weil sie nur dort diese menschliche Nähe und geistige Nähe bekommen, die sie tiefenentspannt werden lässt, tief vertrauen lässt. Und tiefes Vertrauen ist eine gute Grundlage für eine Hochleistungsfähigkeit des Immunsystems und so weiter. Und wir als echte Naturwissenschaftler wissen das natürlich alles und reduzieren nicht nur die Frage von Gesundheit und Krankheit auf gewinnbringende und profitbringende Interaktionen zwischen einem Chemotherapeutikum und einem Zellenstoffwechsel und so weiter, wie es die Medizinindustrie macht, weil sie nur dafür Geld bekommt im jetzigen Zustand. Wir haben ja Verständnis dafür, aber wir als Naturwissenschaftler sehen das ganze Bild. Nur echte Naturwissenschaftler sind total ganzheitlich im besten Sinne. Ja, und deswegen interessiert uns auch nicht, welche esoterischen Theorien natürlich alle völlig naturwissenschaftlich unhaltbar sind. Es interessiert uns, was der Mensch tut und ob das heilsam für andere Menschen ist und eine positive Entwirkung entfaltet, eben gerade, weil er ein Esoteriker ist. Ja,
Von daher also auch unsere, deswegen könnt ihr auch verstehen, dass es bei den Next Scientists for Future immer sein kann, dass dort auch ein Esoteriker-Mitglied sein kann, wenn er uns aufklären kann über seine Erfahrung mit dieser Interaktion zwischen dem gemeinsamen, der gemeinsamen Weltanschauung und der positiven Wirkung auf das Immunsystem der Patienten und so weiter. Ja? Ja, denn der Mensch ist viel mehr allein als nur Chemie. Er ist eben Chemie, Physik und Biologie zusammen und nicht eins. Und deswegen unsere 20 Professorinnen und Professoren, Doktoren und so weiter, das ist nicht eine Sache des Einzelnen, sondern es ist Physik, Chemie und Biologie zusammen. Und es sind Professor A, Professorin A und B und C und D und E und F zusammen. Und nur daraus ergibt sich das Ergebnis, nicht aus jedem Einzelnen. Ne? Der Einzelne ist nichts, das Team ist alles. Ja? Ja, und hier ist übrigens, das ist die, wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, nehmen Sie an unseren wissenschaftlichen Talkshows bei. Dort ist der einzige Ort, wenn Sie meinen, Sie verfügen über Wahrheiten, melden Sie sich an für unsere Talkshows. Da ist der einzige Ort, wo sie wahrheitsgemäß diskutiert wird in der Welt. Ja, so. Also noch einmal, ich hoffe, Sie haben jetzt begriffen, dass Sie hier an dem einzigen Ort der 99,9-prozentigen, 100-prozentige Wahrheit werden wir natürlich auch nicht haben, aber 99% der Wahrheit über die Welt kriegen Sie nur bei den nextscientistsforfuture.de und in der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Und nirgends wo sonst. Und entweder, wenn Sie das nicht begriffen haben, dann gehen Sie doch wieder in die Welt der Unwahrheit und der Illusionen und des Aberglaubens zurück. Wir brauchen Sie nicht. Wir brauchen nur die Klügsten, das Schicksal der Welt hier noch einmal zu zeigen hier. Über das Schicksal der Welt entscheiden sowieso immer nur die hier, die Allerklügsten. Und die anderen hier, all die anderen hier haben sowieso keinerlei Bedeutung für das Schicksal der weiteren Entwicklung der Welt. Ja, also hier, wenn die Klügsten der Erde, da wird irgendwann einer von diesen Klügsten der Erde wird auch ein Milliardär sein und der wird dann all seine Milliarden dafür aufwenden, dass alle anderen Milliardäre der Welt es erfahren, dass es eine neue Wahrheit gibt über die Welt, ja? Und dann wird er das überall hin ausbreiten. Und das heißt also, liebe Leute, wenn Sie hier zu den Menschen gehören, hier in diesem Bereich, und Sie verstehen das nicht, von was ich rede, und denken, es sei die Unwahrheit, auf Wiedersehen. Wir brauchen Sie nicht. Wir brauchen wirklich nur ganz wenige Leute hier. Wir brauchen eigentlich nur einen klugen Milliardär, ja? Und den müssen wir erreichen. Und mehr brauchen wir nicht. Einen klugen Politiker, einen klugen Journalisten, ein oder Journalistin natürlich, Frau weiblich natürlich, eine kluge Milliardärin, eine kluge Lobbyistin, wir brauchen eine kluge Journalistin oder eine kluge Politikerin. Und mehr brauchen wir nicht. Weil dann geht das wie ein Lauffeuer unter den Klugen rum und dann werden die Klugen wissen, was zu tun ist und sie können heute regieren in Deutschland mit 10% der Klugen der Gesellschaft, können sie alleine schon Deutschland regieren zum Beispiel. Ja? Wir brauchen die anderen alle gar nicht. Ja? Die brauchen wir hier vielleicht als Teil der Wirtschaft, weil die sind ja immerhin noch hier, die sind ja noch leistungsfähig. Die brauchen wir tatsächlich. Aber die Schicksal der Menschheit zu lenken, brauchen wir nur die hier. Ganz wenige. Ja? Und die brauchen wir leider gar nicht. Die schaden uns, fügen uns riesigen Schaden zu. Und liebe Sarah Wagenknecht, es ist ja schön, dass Sie glauben, das seien alles Genies. Leider, Sie haben einfach in der Lotterie der Evolution, die Evolution ist eine grausame Lotterie, haben die das Pech gehabt, dass sie nicht leistungsfähig sind und die brauchen wir nicht. Ja, und sie leben in einer verrückten Ideologie, die völlig weltfremd ist und völlig
durch alle Aspekte der Naturwissenschaft, ja, also Physik, Chemie, Biologie, und Biologie schließt mittlerweile die naturwissenschaftliche Psychologie zu 100% ein, die naturwissenschaftlichen Teile der Psychologie. Also wir haben dort alles drin. In den Naturwissenschaften ist längst alles drin. Wir brauchen auch die anderen praktisch gar nicht mehr, ja, weil alles, was kein naturwissenschaftliches Fundament hat, brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil alles, was gut mal war in den Geisteswissenschaften, ist längst drin in der Biologie. Ja, also alles, was an der Philosophie gut war, wir haben eine tolle Philosophieprofessoren bei den Next, beim Weltrat, ja, beim Weltrat. Aber eigentlich die Philosophie, alles, was gut jemals an der Philosophie war, ist längst in der Biologie drin. Ne? Das ist also, ist alles schon, die Biologie hat schon längst alles drin. Ne? Die Weltspitze der Biologie, hier die Weltspitze, nicht der Durchschnittsbiologe, der hat gar nichts. Ne? Nur die Weltspitze der Biologie. Also die modernen Darwins, Mendels und Wallaces, ja, nur die haben alles in der Biologie. Ne? Ja, dann schauen wir doch mal und verabschieden uns. Das war's mal wieder mit der jetzigen wissenschaftlichen Tagesschau heute und unserem Großduell Sarah Wagenknecht gegen Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution gegen die Next Scientist for Future. Ja, wie gesagt. Ich würde sagen, Sieger nach Punkten, Next Scientist for Future. Tschüssi, bis bald.